Hallo zusammen, in diesem Video geht es um Parabolspiegel. Parabolspiegel. Wenn ihr ein Auto zu Hause habt, dann habt ihr wahrscheinlich mindestens zwei von diesen Spiegeln, nämlich als Scheinwerfer in euren Autos drin. Aber dazu gibt es dann genaueres ein bisschen später. Im Wort Parabolspiegel steckt ja das Wort Parabel drin und genauso sieht so ein Spiegel aus. Also wenn ich den von der Seite aufschneiden würde, dann hätte der hier diese Parabelform. Hier so, das wäre also ein Teil, das ist also dieser Bodenteil der Parabel. Und der wäre innen verspiegelt, also das Licht würde hier von dieser Seite hier einfallen und dann hier entsprechend dem Reflexionsgesetz würde das ungefähr so weiterlaufen. Dieser Spiegel hat eine Symmetrieachse hier, also die optische Achse wäre das. Hier geht die so durch. Und man kann sich diesen Spiegel dann sozusagen rotiert um diese optische Achse vorstellen. Also von der Seite würde der Spiegel dann ungefähr so aussehen, dass das wäre sozusagen das wäre ein Kreis, der von der Seite als Ellipse erscheint. Und dann dieser Boden hier, der hätte die Parabelform. Das wäre hier die Parabel. Und das Licht würde eben dann von hier einfallen in diesen Parabolspiegel hinein. Und das Interessante an dem Spiegel kommt eigentlich erst raus, wenn wir jetzt noch ein paar mehr von den Lichtstrahlen hier einmalen. Und zwar suchen wir uns lauter so Lichtstrahlen wieder oben, die also parallel zu dieser optischen Achse einfallen. Wir nehmen mal hier noch einen dazu und der würde dann so reflektiert werden. Oder wir nehmen mal einen hier unten dazu und der würde so reflektiert werden. Ja, und hier seht ihr schon, das Besondere an diesem Parabolspiegel ist, dass wenn wir so Lichtstrahlen haben, die parallel zur optischen Achse einfallen, dass sich dann alle reflektierten Strahlen in einem Punkt treffen. Also hier in diesem Punkt, da treffen sich alle reflektierten Strahlen und das nennen wir den Brennpunkt. Das ist der Brennpunkt oder auch Fokus. Oft sieht man da den Buchstaben F für diesen Punkt auf Zeichnungen. Ja, und Brennpunkt, das ist also ganz, ganz wörtlich zu nehmen, denn wenn man jetzt an Solarenergie denkt, dann kann man nämlich genau solche Parabolspiegel auch schon gut verwenden. Da hätten wir also auch wieder diese Parabelform. Und die Sonne, die ist ja so weit weg, dass die Strahlen von der Sonne tatsächlich parallel ankommen. Das heißt, die kommen hier so rein. Und wenn jetzt mein Parabolspiegel so ausgerichtet ist, dass seine optische Achse tatsächlich in Richtung dieser Strahlen hier ausgerichtet ist, dann kann ich die Sonnenstrahlen dadurch wunderbar bündeln. Also die würden hier alle in einen gemeinsamen Brennpunkt hinein reflektiert werden. Also was auch immer da an Strahlen ankommt, das wird ja alles hier durch diesen Brennpunkt durchlaufen. Und da könnte ich natürlich jetzt etwas reintun, was mir die Energie dieser Sonne gut auffängt, zum Beispiel eine Wasserleitung. Ich könnte hier also, hier in diesem Brennpunkt, da könnte ich sozusagen eine Wasserleitung durchlaufen lassen, also hier von oben nach unten durch das Bild durchlaufen lassen und die würde dann durch die Sonnenstrahlen erwärmt. Das wäre natürlich eine effiziente Art, hier Sonnenenergie aufzufangen. Das Ganze mache ich natürlich idealerweise hier auf irgendwelcher beweglichen Halterung, damit mein Spiegel immer dem Weg der Sonne, dem Stand der Sonne flexibel folgen kann, damit ich also den ganzen Tag über hier maximal Energie einfangen kann. Und dann sieht der Spiegel oft nicht mehr so rund aus, sondern für solche Anwendungen zum Beispiel kann man sich auch vorstellen, dass dann solche langen Spiegel gebaut werden, also solche langen Spiegelkanäle und hier wäre dann diese Parabelform. Ja, das wäre diese Form dieser Wanne und in der Mitte würde dann dieses Wasser entlang laufen. Hier wäre sozusagen mein Wasserrohr, was dann sagen, im Bereich des Fokuses dieser Wanne entlang läuft und auf dem Weg durch dieses Rohr erwärmt sich dann das Wasser und kann dann hinten irgendwo zur Energieerzeugung verwendet werden. Ja, also das ist sicher eine schöne Anwendung. Eine andere Anwendung ist das, was ich gesagt habe, eben im Scheinwerfer, da haben wir also die umgedrehte Situation. Da erzeugen wir Licht und verteilen das mit Hilfe des Parabolspiegels in geeigneter Weise. Malen wir uns vielleicht als erstes mal so ein Auto auf. Also ich hätte hier so ein Fahrzeug. Das ist der vordere Teil, hier ist die Motorhaube, ganz altmodisch. Hier ist mein,
meine Fahrerkabine, hier habe ich mein Fenster. So, und dann brauche ich noch eine Stoßfänger hier und eine Kotflügel und hier wäre mein Rad. Da so drin. Ja, und dann will der Fahrer natürlich auch im Dunkeln was sehen von der Straße. Und das Einfachste, was man machen könnte, ist, man könnte hier vorne mal eine Glühbirne installieren. Ja, die würde man hier vorne hinstellen. Das wäre meine Glühbirne und die wäre dann hier vielleicht an dem Auto so befestigt. Und diese Glühbirne würde dann nach allen Seiten Licht aussenden und die Umgebung beleuchten. Effizient wäre das nicht, denn nur ein kleiner Teil der Lichtstrahlen dieser Glühbirne würde tatsächlich auf die Straße fallen. Und das ist das, was der Fahrer ja in erster Linie sehen will. Deshalb hat man sich da was Besseres einfallen lassen. Statt dieser Glühbirne nimmt man hier eben vorne einen Parabolspiegel. Das heißt, man installiert hier einen Parabolspiegel und setzt die Glühbirne dann in diesen Parabolspiegel hinein, und zwar genau in den Fokus. Also hier in den Fokus des Parabolspiegels, da tut man die Lichtquelle rein. Und hier sitzt der Parabolspiegel natürlich im Auto. Also das soll jetzt kein Schneepflug sein, sondern das ist wirklich nur ein übertrieben groß gezeichneter Parabolspiegel, der natürlich in Wirklichkeit irgendwo hier im Scheinwerfer integriert ist. Und weil die Lichtquelle jetzt genau im Fokus sitzt, heißt das, dass die Lichtstrahlen, die diese Quelle aussendet, dass diese Lichtstrahlen hier von dem Parabolspiegel als achsenparallele Strahlen wieder rausgehen. Das heißt, die gehen alle hier in einer Richtung raus, also auch hier wird ein Strahl reflektiert, der ginge dann in derselben achsenparallelen Richtung raus, und auch hier wäre so ein neuer Strahl, ginge hier raus. Also alles wäre hier nach einer Seite ausgerichtet, und das gesamte Licht, was von der Lichtquelle kommt, würde dazu verwendet, die Straße auszuleuchten. Also eine sehr gute Art, das Licht hier optimal auszunutzen. Die Situation, die wir haben, das ist also die Lichtquelle genau im Fokus sitzt, das wäre sozusagen unsere Fernlichtsituation. Wenn wir jetzt mit Ablendlicht fahren, dann würden wir vielleicht das ein bisschen versetzt machen und die Lichtquelle auch so ein bisschen abschatten, dass also nur ein Teil dieses maximalen Leuchtbereichs des Parabolspiegels tatsächlich ausgenutzt wird. So kann man dann also zwischen Fernlicht und Ablendlicht da hinterher schalten, aber das sind Feinheiten. Was wir uns noch anschauen könnten, ist das Bild. Was für ein Bild erzeugt denn der Parabolspiegel, wenn wir einen Gegenstand vor diesen Parabolspiegel hinstellen? Also machen wir das nochmal ein bisschen größer hier. Nochmal einen Parabolspiegel. So, dann die optische Achse, die da mitten durchgeht. Jetzt könnten wir mal den Brennpunkt, ja, zeichnen wir auch mal den Brennpunkt des Spiegels ein. Also der Brennpunkt des Spiegels, der sollte ungefähr hier liegen. Das wäre der Brennpunkt. Hier stelle ich mal den Gegenstand auf. Das kann jetzt irgendein Ding sein. Das ist kein Lichtstrahl, sondern irgendein Gegenstand. Und der Pfeil zeigt mir eigentlich nur an, wo ist bei dem Gegenstand oben. Der Gegenstand wird beleuchtet und der mag diffus reflektieren, das heißt, jeder Punkt dieses Gegenstandes sendet also Zillionen von Lichtstrahlen nach allen möglichen Richtungen aus. Wir schauen uns nur zwei von diesen Lichtstrahlen an. Wir schauen uns den Strahl an, der hier parallel zu der optischen Achse auf den Spiegel zuläuft, also diesen Strahl schauen wir an. Der interessiert uns und wir wissen ja, der wird durch den Brennpunkt durchgehen, der reflektierte Strahl hier. Der wird durch den Brennpunkt durchgehen. Und dann schauen wir uns den anderen an, der durch den Brennpunkt durchläuft. Das wäre der hier. Und von dem wissen wir, dass er dann parallel zur optischen Achse herauskommt. Der wird also so dann herauslaufen. Der Fuß dieses Gegenstandes, der würde weiter auf der optischen Achse bleiben, denn das Bild würde ja sagen, in sich gespiegelt werden. Und mit diesen drei Angaben können wir eigentlich schon verstehen, wo das Bild des Gegenstandes auftauchen würde, nämlich genau hier an dieser Stelle. Alle Lichtstrahlen, die hier von dem oberen Teil des Gegenstandes ausgehen und auf den Parabolspiegel treffen, die würden hier in diesem Punkt wieder zusammenkommen, die würden hier wieder gebündelt werden. Das heißt, der Gegenstand, das Bild des Gegenstandes sähe man hier. Und man würde ihn sehen, wenn man an diese Stelle einen Schirm hinstellt.
Also hier, wenn ich da was aufstelle, so eine kleine Leinwand oder so ein Papierschirm oder irgendwas, was mir diese Lichtstrahlen hier anzeigt, die hier durchlaufen, dann würde ich ein Bild dieses Gegenstandes sehen. Und das wäre dann ein reelles Bild. Also das ist ein reelles Bild. Etwas, was ich auf einer Leinwand sichtbar machen kann. Da kommen wirklich die Lichtstrahlen zusammen. Dieses Bild sendet tatsächlich Licht aus, was ich beobachten kann. Das war ja beim virtuellen Bild anders. Das virtuelle Bild hat ja selber kein Licht ausgesandt. An dem Ort des virtuellen Bildes gab es ja nichts. Hier am Ort des reellen Bildes gibt es tatsächlich etwas. Da könnte man diesen Schirm hin tun und tatsächlich gehen dann vom Ort des reellen Bildes Lichtstrahlen aus, die ich beobachten kann. Ja, und zu diesen Bildern und zu verschiedenen Spiegelformen wird es auch noch ein paar weitere Videos geben.